Gut, ich starte einfach einmal. Ich starte aber jetzt ohne zu fragen, wie weit ihr jeweils seid im Wissen über Buddhismus und so. Ich fange einfach einmal an. Ich mache eine Basis einführen. Das heißt, ich erzähle wahrscheinlich Dinge, die möglicherweise die meisten von euch auch schon kennen. Aber ich mache das also ganz bewusst von null weg. Und ich sage bei der Gelegenheit auch immer, dass wir nicht vergessen dürfen, dass wir eigentlich im christlichen Abendland groß geworden sind. Das heißt, dass unser Denken sehr konnotiert ist, was die monotheistischen Religionen angeht. Das heißt also, unser Denken bei religiösen Begriffen ist sehr geprägt von Christentum, auch Islam und Judentum in Wirklichkeit. Denn das Abendland ist auch islamisch sehr beeinflusst in seiner Entwicklung. Das heißt, und wir reden heute von einer in dem Sinn schon ziemlich anderen Religion, nämlich einer Religion aus Asien, bei der vieles anders läuft, wo wir, wenn wir mit unseren religiösen Begriffen agieren, vielleicht das nicht richtig verstehen können. Daher ist es wichtig, dass wir das sehr stark hinterfragen, die Begriffe. Das ist also ganz, ganz entscheidend. Und ich fange vielleicht jetzt, nicht weil ich das für so toll halte, aber ich glaube, dass einfach auch wichtig ist, ich beginne mit den Unterschieden, nämlich den Unterschied zwischen den monotheistischen Religionen und dem Buddhismus, der eine nicht-theistische Religion ist. Das heißt, der Buddhismus ist keine atheistische Religion, er leugnet Gott nicht, sondern der Begriff und der Gedanke, das Konzept eines Gottes gibt es einfach nicht im Buddhismus. Und wie gesagt, die monotheistischen Religionen, Judentum, Christentum und Islam, haben eben zentral den Gottesbegriff, der auch unterschiedlich ist. Christentum und Islam, glaube ich, ist nicht ident im Gottesbegriff. Und ein wesentlicher Unterschied ist also der Gottesbegriff, der Schöpfergott, den es im Buddhismus nicht gibt, und das Erlösungskonzept in dem Sinn. Also das Christentum geht davon aus, dass durch den Tod Christi jeder a priori Erlösung hat und erlöst ist. Während der Buddhismus davon ausgeht, dass das einzelne Wesen sich selbst befreien muss, sich letztendlich selbst erlösen muss. Das heißt, es gibt niemand, der die Erlösung vollzieht im Buddhismus. Es gibt aber unendlich viele Wegbegleiter, die das eben mitbegleiten und mithelfen. Aber die finale Befreiung erfolgt durch sich selbst. Das ist also ein wesentlicher Unterschied zum Christentum. Wenn man so fragt, was ist der Unterschied zwischen Buddhismus und Christentum? Das sind eigentlich die zwei wesentlichen Punkte. Es gibt keinen Schöpfergott im Buddhismus und es gibt keine Erlösung durch irgendeine höhere Macht. Das ist essentieller Unterschied. Und auch vielleicht jetzt noch vom Weltbild her, das westliche Weltbild ist also eher ein lineares Alpha Omega, Anfang, Ende. Daher auch in dem Denken das eine Leben, Geburt und Tod einmal. Das asiatische Weltbild ist das zirkulare, ständiges Werden und Vergehen, kein Anfang, kein Ende. Daher auch im Prinzip das Konzept der Gedanke der Wiedergeburt, des ständigen Wiederkommens. Die Befreiung, das können wir dann genauer besprechen, im Buddhismus liegt dann schon darin, dass die Möglichkeit besteht, aus diesem Kreislauf auszubrechen, eben durch die Erleuchtung. Aber das ist auch wesentlich fürs Verständnis, das asiatische Weltbild als zirkular zu sehen und das westliche als linear. Also auch das klare Denken, das gibt es also so genaue Kasten. Der Ismus, der Buddhismus gibt es eigentlich erst durch den Westen, durch die Kolonialzeiten. In Asien war das einfach die Lehre des Buddha, Buddha Dharma. Und die ersten Kolonialisten, die da hingekommen sind, haben sie verschiedenen Formen des Buddhismus gesehen und das gar nicht einordnen können als eine Religion. Das ist dann eben erst durch den Import in den Westen zum Ismus geworden, denn der westliche Mensch ist geprägt von einem klaren Denken und einer klaren Definition, auch von klarem richtig und falsch, links, rechts.
Und das ist auch im Buddhismus ein bisschen anders. Also nicht ein bisschen mehr, muss man sagen, also nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Aber da bin ich vielleicht schon zu tief im Buddhismus drinnen. Ich gehe jetzt ganz zurück an die Wurzeln. Das heißt, der Buddhismus ist entstanden ungefähr, die Wissenschaft streitet um 100 Jahre auf oder ab, man sagt mal so rund 2.500 Jahren vor uns, also vor heute, 2.500 Jahre, im heutigen indisch-nepalesischen Grenzgebiet. Und der Gründer des Buddhismus, wenn man so will, wobei auch da gibt es also die Story, dass der Buddhismus eigentlich, die Lehre des Buddhismus eigentlich nur das Erkennen des Dharma ist, das immer wieder verschwindet aus der Welt, nach langer Zeit, und ein neuer Mensch dann, ein neuer Buddha kommt und das wieder lehrt. Also in dem Sinne ist auch die Lehre des Buddha ein ständiges Kommen und Gehen. Aber wir reden jetzt von unserem Zeitalter, von unserem Buddha-Zeitalter, des Buddha Shakyamuni. Das hat ihm vor 2.500 Jahren begonnen. Der Buddha selbst ist kein Name, sondern eine Bezeichnung. Buddha heißt übersetzt der Erwachte, der Erleuchtete. Bevor Buddha eben erwacht ist, war Siddhartha Gautama, das ist sicher ein Begriff, was jeder schon mal gehört hat, auch der Roman Siddhartha von Hesse, ist für viele ein Einstiegsweg zum Buddhismus. Also dieser Siddhartha Gautama war der Sohn eines Herrschers und hat, da gibt es also die verschiedensten Legenden, warum er also quasi dann sich auf den Weg, auf die Suche zur Befreiung gemacht hat. Eine der Legenden sagt, dass er jetzt mit seinem Diener hat, er hat mit seinem Diener vier Ausritte gemacht aus seinem Königspalast, nachdem seinem Vater geweissagt wurde, dass sein Sohn entweder ein großer Herrscher wird oder ein Heiliger. Der Vater als König oder Fürst in dem Kontext war natürlich interessiert daran, dass sein Sohn das Herrschergeschlecht weiterführt und hat ihn also sehr abgeschirmt von außen. Und da gibt es die Legende, dass er viermal nach draußen gegangen ist. Und beim ersten Mal ist ihm das erste Mal in seinem Leben als ein alter Mensch begegnet. Beim zweiten Mal ein kranker Mensch, dann ein Leichnam und beim letzten Mal ein Bettelmönch. Und er hat dann eben seinen Diener gefragt, was ist das Alter, Krankheit, Tod? Trifft das nur die da draußen jenseits der Mauer oder trifft das alle? Und natürlich hat der Diener gesagt, es trifft alle Menschen. Und der Buddha hat eben gesagt, also der damals noch Siddhartha Gautama, also ich möchte einen Weg finden, um mich und die Menschen oder mich selbst von diesem Kreislauf des ständigen Werdens und Vergehens, des Leidens zu befreien. Und hat sich dann den Asketen angeschlossen, den Bettelmönchen, wobei das also alles Begriffe sind, die nicht unbedingt die richtigen Bilder in unserem Kopf wach werden lassen. Zur Zeit des Buddha hat es sehr viele Suchende gegeben und sehr viele Strömungen, die zum großen Teil im Westen auch unter dem Sammelbegriff Hinduismus zusammengefasst werden. Das Entscheidende war aber, dass dort sehr viele Asketen gewesen sind, denen sich der Buddha angeschlossen hat, und die Asketen waren letztendlich die, die auf alles verzichtet haben. Und der Buddha hat sehr erfolgreich mit den Asketen praktiziert, so erfolgreich, dass er daran fast gestorben wäre. Und da gibt es Bilder, die zeigen den zukünftigen Buddha Siddhartha Gautama im Lotussitz, wo man die einzelnen Rippen sieht, Schlüsselbein und alles, also komplett abgemagert. Und darunter steht Bildunterschrift, der Buddha als Asket. Das ist beides nicht richtig, denn erstens, der Asket ist zwar richtig, aber er war noch nicht Buddha, das heißt, er war noch kein Erwachter. Es war also vor dem Zeitpunkt des Erwachens und zu dem Zeitpunkt, wo eben seine Praxis so erfolgreich war, dass er daran fast zugrunde gegangen wäre, hat er gesagt, nein, die Askese, das völlige Lossagen von allen Dingen, ist kein Weg, der mich frei macht, der zur Befreiung führt, sondern er löst vielleicht manche Probleme, schafft aber neue. Das heißt, er hat sich von den Asketen zurückgezogen und für sich allein zurückgezogen, hat in Meditation praktisch allein für sich den Weg gesucht und ist dann in einer, der Legende nach, Vollmondnacht im Mai, das ist auch der Grund, warum das buddhistische Hauptfest immer zu Vollmond Mai stattfindet, Vesak. Bei diesem Fest wird also der Erleuchtung, dem Erwachen des Buddha gedacht.
seinem Tod und seiner Geburt gleichzeitig. Also diesen drei Hauptereignissen wird zu Wessak im Vollmond Mai gedacht. Und das war in der Zeitpunkt, wo der Buddha eben erwacht ist, wo er den Weg gefunden hat, der ihn aus diesem Kreislauf herausführt, der ihn befreit. Und jetzt könnte ich einfach sagen, was hat der Buddha da entdeckt, und damit wüssten wir alle, was Erleuchtung ist, sind erleuchtet und könnten nach Hause gehen. Aber so einfach ist das nicht. Dann erst einmal hat der Buddha gesagt, er hat einfach seinen Weg gefunden, er hat entdeckt, er hat das Gesetz des Kosmos erkannt, den Dharma, das nach buddhistischer Sicht eben das kosmische Gesetz, oder anders auch die Lehre des Buddha, eben wird auch, die wird das Dharma bezeichnet. Und er eigentlich damit auch gesagt, dass ich habe das erreicht, was ich wollte. Denn Zitat der Gautama oder dann jetzt der erleuchtete Buddha hat eigentlich nie vorgehabt, eine Religion zu gründen. Sondern er wollte seinen Befreiungsweg gehen, und das war es eigentlich für ihn. Und dann gibt es ja viele Geschichten, warum er dann doch angefangen hat, praktisch seine Erkenntnis weiterzugeben und durch dieses Weitergeben eben dann, wenn man so will, aus heutiger Sicht, aus der westlichen Sicht, den Buddhismus begründet hat. Auch da gibt es verschiedene Legenden. Eine der schönen Legenden besagt eben, dass es aus Mitgefühl geschehen ist, aus Mitgefühl mit allen leidenden Wesen, hat er dann angefangen, eben seine Erkenntnisse, seine Einsichten weiterzugeben, weiterzureichen. Und das Entscheidende dabei ist, er hat keine Wahrheit in dem Sinn entdeckt, die er jetzt weitergeben kann, sondern er hat den Weg entdeckt, der zur Wahrheit führt. Das heißt, und das ist jetzt das, wo ich zurückkommen möchte, dass ich das einleitend gesagt habe, der Buddha kann niemanden erlösen. Der Buddha kann nur den Weg zur Erlösung weisen. Den Weg gehen muss jeder selbst. Der Buddha ist mehr oder weniger in dem Sinn ein Bergführer, oder noch besser, das ist auch in der Literatur oft der Fall, wo der Buddha als Therapeut bezeichnet wird. Das heißt, er hat eine Therapie gestellt, also er hat eine Diagnose gestellt und hat eine Therapie gewiesen. Das heißt, das ist eine Lehre. Die Essenz dieser Lehre sind die vielen Wahrheiten, die bezeichnen wir dann auch als Diagnose und Therapie für das Leiden auf der Welt, wenn man so will. Und um das geht es letztendlich. Also das heißt, die buddhistische Religion hat nur einen Zweck, die Wesen vom Leiden zu befreien, keinen anderen. Wenn das geschehen ist, ist die Lehre des Buddha ein leeres Fahrzeug, das keinen Zweck mehr für sich erfüllt. Das heißt, es ist nicht a priori heilig, etwas, was auf ewig angebetet wird und angebetet werden muss, sondern es ist ein Weg, der Weg zur Befreiung. Und die Essenz dieses Weges ist in die vielen Wahrheiten, und die begründen sich auf der Erkenntnis des Buddha. Und da werde ich jetzt also versuchen, ein paar so Sachen zu sagen, über die wir dann bitte so diskutieren, damit man das also wirklich zum Verstehen bringen kann. Er hat erkannt in seiner Meditation, in seiner Versenkung, drei wesentliche Dinge, die für alles Bestehende Gültigkeit haben. Das erste ist, es ist alles dem ständigen Wandel unterworfen. Es ist alles veränderlich. Es gibt nichts, das unveränderlich ist. Da jetzt ein kleiner Sidestep zur christlichen Seele, die letztendlich ein unveränderlicher Kern ist. Es gibt im Buddhismus keine Seele im christlichen Verständnis. Es ist immer wieder auch im Buddhismus von Seele gesprochen oder geschrieben in den Büchern. Ich schätze das nicht sehr, weil ich die Erfahrung habe, dass das einfach in Irre führt. Es führt nicht zum wirklichen Verständnis, weil ich durch Seele in meinem westlichen Denken etwas Bestimmtes verbinde, was es im Buddhismus eigentlich nicht gibt. Es gibt im Buddhismus Körper und Geist, aber es gibt keine Seele im christlichen Sinne. Weil es eben nichts gibt, was unveränderlich ist. Da können wir dann später diskutieren, was wird wiedergeboren. Das ist das Erste, was er erkannt hat. Das Zweite, hat er gesagt, es ist alles, daher alles der Veränderung unterworfen ist und die Menschen, die auch Dinge festhalten wollen, ist alles
und es ist irgendwie auch alles sehr unvollkommen und daher a priori leidhaft. Das heißt, die Dinge beinhalten Leidhaftigkeit. Leidhaftigkeit. Leidhaft haut man der Computer immer raus in der Rechtschreibprüfung, das Wort kennt er nicht in der deutschen Sprache. Es gibt immer wieder so Worte, die im Buddhismus ganz geläufig sind, die jetzt in der normalen Rechtschreibprüfung noch nicht erkannt werden, anders Nirvana. Das wird sehr wohl erkannt, aber falsch interpretiert. Also das Erste ist, alles ist der Veränderung unterworfen. Anicca, das Pali-Wort. Pali ist die Sprache des Buddhismus. Auch sehr schwierig dann oft in der Übersetzung. Das Zweite ist Dukkha, Leidhaftigkeit. Und das Dritte ist Anatta, das ist das ganz Wesentliche des Buddhismus, das den Buddhismus auch von fast allen Religionen unterscheidet, nämlich, schwierig zu erklären, frei von einem festen Kern, von einem eigenen Selbst. Das heißt, es gibt in den Dingen, das bezieht sich auch auf das Erstgesagte, nichts Unveränderliches. Ich kann die Dinge zerlegen, und auf das ich stoße, ist wieder nicht unveränderlich. Es ist weiter zerlegbar. Weiter zerlegbar. Und ich komme an keinen festen Kern, letztendlich. Die moderne Physik bestätigt in der Zwischenzeit den Buddha. Denn die gehen immer tiefer in den Zerlegungen und da gibt es dann die Quarks und das Ganze, wie das alles heißt. Ich bin ja so kein Physiker, aber die finden keine finale Materie, die nicht mehr zerlegbar ist. Also, das heißt, das Zweite ist die Anatta-Lehre, die Lehre vom Nicht-Selbst. Die buddhistischen Bezeichnungen und Begriffe werden oft mit einem vorhergesetzten Nicht beschrieben. Das Nicht-Selbst, also kein Selbst, kein fixer Kern. Und das ist auch ein wesentlicher Punkt, auch das Ego, das Ich, ist keine fixe, feste Einheit, sondern unsere Illusion. Das Ego, der große Egoismus, das Glauben, dass da etwas Fixes, Unveränderliches da ist, ist letztendlich eine Illusion. Also auch das Ego, das Ich, besteht nur bedingt zusammengesetzt. Also die drei Dinge sind Veränderlichkeit, absolute Veränderlichkeit, alles ist der Veränderung unterworfen, Leidhaftigkeit und frei von selbst, also kein fixer Kern. Die Dinge bestehen nur bedingt, nur durch gegenseitige Bedingtheit. Ich versuche das jetzt einmal zu erklären, vielleicht an einem Beispiel Tisch. Irgendwann gab es einen Samen, der wurde in die Erde gesetzt, dann hat es geregnet, die Sonne hat geschienen, eine Eiche ist gewachsen, der Holzfäller hat die Eiche geschlagen, es wurden im Sägewerk Bretter gemacht, der Tischler hat den Tisch zusammengenagelt und angestrichen, hier steht ein Tisch. Es gibt keinen Tisch als absolutes Teilchen, sondern dieser Tisch besteht nur in dieser Bedingung der Kette von Samenkorn, Wasser, Sonne, Tischler, Holzfäller, was immer, Axt, alles das ist in diesem Tisch. Alles das bedingt diesen Tisch. Hätte es das nicht gegeben in dieser Kette, gäbe es diesen Tisch nicht. Und dann kann ich jetzt zerschneiden an einem Holzhaufen, verbrennen einen Aschenhaufen und es ist weiterhin die Kette des bedingten Entstehens. Es besteht alles nur in Bedingtheit zu allem anderen, auch die Person. So wie ich da sitze, hat es mich vor 20 Jahren nicht gegeben. Nichts von dem, was vor 20 Jahren mich ausgemacht hat, sitzt heute da. Und trotzdem ist das eine Kette von Bedingungen von damals bis hierher, die mich da jetzt so sitzen lassen und in den nächsten 5 Minuten schon wieder verändert haben. Also das die permanente Kette des ständig bedingten Entstehens. Die Dinge sind im Prinzip leer, mit 2 E. Und das ist ganz wichtiger Punkt, also der den Buddhismus unterscheidet von anderen Religionen. Also es gibt in den theistischen Religionen zum Beispiel so den Begriff der Leerheit nicht. Es gibt
Das hat eine ganz andere Bedeutung. Auch der Menschenbegriff ist ein anderer im Buddhismus zu den monotheistischen Religionen. Ich sage das wertfrei, es ist nicht besser oder schlechter, es ist anders. Es ist in Wirklichkeit bedingt eigentlich diese Lehre von der Leerheit und von der bedingten Entstehung, ist eigentlich, wenn man genau hinschaut und das genau versteht, die Grundlage auch für eine Ethik. Denn dadurch ist mein Handeln ganz entscheidend. Alles, was ich mache, ist aufgrund der bedingten Verknüpftheit zueinander, hat Folgen. Ich kann nicht handeln ohne Folgen. Folgen für den anderen und Folgen für mich, denn diese Verknüpfung bedingt mich gegenseitig. Das heißt, alles, was ich mache, hat Folgen für andere und Folgen für mich. Und das ist auch die Essenz, aus meiner Sicht eine sehr wichtige Essenz, warum ich glaube, dass also die buddhistische Ethik, wenn man sie wirklich versteht, eine sehr verbindliche Ethik auch ist, weil sie letztendlich eine Ethik aus der Einsicht heraus ist und nicht aus dem Gebot. Nicht, weil irgendjemand sagt, du sollst so und nicht anders handeln, soll ich so oder anders handeln, sondern ich soll letztendlich aus dem Verstehen heraus, was meine Handlungen für Konsequenzen haben, so oder nicht anders handeln. Also das heißt, diese Leerheit, die eigentlich auf den ersten Blick aus der mitteleuropäischen Sicht was Negatives ist, ist in Wahrheit etwas sehr Wesentliches. Und das unterscheidet jetzt auch zum Beispiel den Buddhismus vom Hinduismus in Bezug auf die Wiedergeburt. Es gibt im Hinduismus eine Seelenwanderung. Es gibt im Buddhismus den Atman, die Weltenseele, aus der sich die Menschenseele gelöst hat und in die sie wieder zurückgeht. Und von einem Leben zum anderen wandert diese Seele im Hinduismus. Im Buddhismus gibt es keine Seele, die wandert, sondern ich bin vor 20 Jahren nicht das Gleiche wie heute und im nächsten Leben auch nicht das Gleiche, nur die Bedingung geht weiter. Das, was in der nächsten Existenz sich wieder formiert, ist bedingt durch diese Existenz. Es ist nicht dasselbe. Damit bin ich gleich bei dem Begriff der Wiedergeburt. Ich kann das auch mal versuchen, annähernd zu erklären. Also jetzt Beispiel, zwei Kerzen. Diese brennt nicht. Ich entzünde mit der brennenden Kerze diese nicht brennende. Und bei diesem Vorgang geht diese aus. Dann ist diese Flamme nicht die gleiche Flamme wie diese hier. Aber diese Flamme ist durch diese Flamme bedingt. Das sind nur Versuche, so in Bildern, das ein bisschen zu erklären. Es ist nicht, dass da gibt es keinen fixen Träger von dieser einen Flamme zur nächsten, so wie jetzt eine Seele von Mensch zu Mensch. Aber die Bedingungen hat es gegeben. Und weil ich bei den Bedingungen bin, komme ich zum Karma. Karma ist kein Schicksal, wie oft sehr gerne missverstanden wird. Karma hat überhaupt nichts mit Schicksal zu tun, im Sinne von, da passiert halt irgendetwas durch Zufall oder durch irgendeine fremde Macht, sondern Karma ist so wie der Buddha, so wie Buddha auch ein Begriff aus der Pali-Sprache und heißt also wörtlich übersetzt Handeln, Tun. Und Karma heißt in Wirklichkeit, also das Karma-Gesetz aus der buddhistischen Sicht ist ein Gesetz von Ursache und Wirkung. Das heißt, mein Handeln, mein Karma, mein Tun hat Folgen, die irgendetwas bedingen. Das heißt, unheilsame Handlungen bedingen unheilsame Folgen. Nur wie die dann wirklich ausschauen, hängt ab von unendlich vielen anderen Handlungen in einem eingebetteten Feld von permanenten Handlungen. Das heißt, es ist nicht so einfach zu sagen, diese eine Handlung hat genau diese Folge, sondern im realen Leben gibt es diese eine Handlung, verknüpft sich mit 100.000 anderen und wird irgendwie dann zu einem Ergebnis führen. Aber vereinfacht dargestellt hat eine unheilsame Handlung
keine heilsame Folge. Und mein Handeln hat immer Folgen. Drei mögliche. Heilsame, unheilsame oder neutrale. Aber Handeln ohne Folgen gibt es eigentlich nicht in dem Sinn. Das ist also ganz, ganz entscheidend. Ich habe jetzt einen Sidestep gemacht. Eigentlich wollte ich nach den drei Eigenschaften des Seins zu den vier den Wahrheiten kommen. Das eigentlich das war, was der Buddha dann in seiner ersten Predigt quasi weitergegeben hat. Und damit heißt das im Buddhismus spricht man von der ersten Umdrehung des Rades. Was für das Christentum das Kreuz als Symbol darstellt, stellt für den Buddhismus das Rad dar. Das Rad symbolisiert nämlich das ständige Werden und Vergehen, den ewigen Kreislauf, gleichzeitig mit vier Speichen die vier edlen Wahrheiten und weiteren vier dazu insgesamt dann acht, der edle achtfache Pfad. Und das ist die Essenz des Buddhismus. Das liegt allen buddhistischen Traditionen und Schulen zugrunde, denen Sie je begegnen. Wenn Sie einer sogenannten buddhistischen Tradition begegnen, die das nicht zugrunde liegen haben, dann ist es nicht Buddhismus. Das ist das, was Sie alle gleich haben. Was sich drumherum rankt, in der Form, wie das dann umgesetzt und gelebt wird, im Detail gelehrt und praktiziert wird, das ist sehr unterschiedlich. Das hat eine ganz große Breite, das Sie dann, wenn Sie genau hinschauen, bei den einzelnen Traditionen auch sehen können von außen, das ist sehr unterschiedlich, aber diesen Kern haben alle buddhistischen Traditionen. Also das ist das, was Buddhismus ist und wie sich es dann entwickelt, ist sehr unterschiedlich, weil der Buddhismus oder der Buddha nicht eine bestimmte Liturgie oder eine bestimmte Form oder einen bestimmten Weg gelehrt hat. Nur so und nicht anders ist der buddhistische Weg, sondern diese Einsicht, von der ich eben gesprochen habe und die vielen Wahrheiten, die ich jetzt noch sagen werde, mit dem edlen achtfachen Pfad, das ist die Grundlage. Wie man das dann umsetzt in seinem Leben, das ist sehr unterschiedlich und hat sich dann sehr gefärbt in den verschiedenen Kulturen, wo sich der Buddhismus entwickelt hat. Weil der Buddhismus hat in seiner Entwicklung in Asien also nicht gesagt, das was jetzt da ist, ist alles falsch und gehört weg und nur so wird jetzt ab sofort diese Religion praktiziert, sondern der Buddhismus hat sich in seiner Entwicklung so fortgepflanzt von einer Kultur zur anderen, dass er dort vorhandene Dinge, die da waren und die integrierbar waren, mit aufgenommen hat. Allerdings musste es mit den Grundsätzen und mit der buddhistischen Ethik vereinbar gewesen sein. Also wenn dort vorweg ein Tieropfer Teil einer Naturreligion gewesen wäre, dann wäre diese Form eines Tieropfers nicht integrierbar gewesen. Denn das widerspräche der buddhistischen Ethik. Fünf Ethikregeln komme ich dann noch. Also das heißt, der hat sich sehr vielfältig entwickelt und sehr vielfältig gestaltet auf Basis der vielen Wahrheiten, die da sind. Die erste Wahrheit ist in der Pali-Sprache nur ein Wort, Dukkha. Das haben wir schon mal gehört heute, hat Leiden zu tun. Also das heißt, alles ist a priori mal unvollkommen und daher leidhaft. Das ist einmal das Grundurteil, die Diagnose des sogenannten Therapeuten, Zitat der Gautama, den erwachten Buddha. In der zweiten edlen Wahrheit sagt er, warum ist das so? Was ist der Grund? Was ist die Ursache für dieses Leiden, für diese Leidhaftigkeit? Und die Ursache sind unser permanentes Festhalten, das Haben-Wollen, der Durst, Tana in der Pali-Sprache, und die drei Gifte. Das heißt, der Buddhismus kennt im Wesentlichen drei Gifte als die Wurzeln allen Übels, wenn man das jetzt so wienerisch salopp formulieren möchte. Und diese drei Wurzeln heißen Gier, Hass und Verblendung. Wobei man das also durchaus bipolar sehen kann, aber Hass einfach Gier das haben wollen, Hass das nicht haben wollen und Verblendung, das ist aus meiner Sicht überhaupt wesentliche dieser drei Gifte. Verblendung heißt nämlich, die Dinge nicht so zu sehen, wie sie wirklich sind,
sondern die Dinge so zu sehen, wie wir sie halt sehen, aufgrund unserer Vorstellungen, unserer Erwartungen. Aber wir sehen die Dinge nicht wirklich so, wie sie sind. Oder wir sehen die Dinge so, wie sie sind, aber so, wie sie sind, ist es ja nicht absolut in Wirklichkeit. Das ist eben deswegen, die sind deswegen so, weil sie in einer Bedingtheit halt im Augenblick so sind. Aber das ist nicht das finale Sein der Dinge. Und da geht es darum, dorthin zu schauen, das zu erkennen, was wirklich dahinter steckt. Und das ist also die zweite edle Wahrheit, also die Wurzeln für das Leiden. Die dritte, wo er sagt, aus der Diagnose, die ist jetzt gestellt, es gibt keinen Grund zu verzweifeln, es gibt eine Möglichkeit, sich von diesem Leiden zu befreien. Diese Befreiung besteht darin, indem man die Wurzeln löscht. Diese Wurzeln, die in der zweiten edlen Wahrheit genannt werden, nämlich Gier, Hass, Verblendung und das Festhalten wollen, wenn man das löschen kann und löscht, dann kann man das Leid aufheben. Und die vierte edle Wahrheit zeigt den achtfachen Pfad, der praktisch den Praxisweg darstellt, wie man sich befreien kann von diesen Dingen. Und dieser edle achtfache Pfad, ich möchte jetzt nicht im Detail durchgehen, alle acht Punkte, aber kann man so in drei Hauptgruppen einteilen. Das ist also das rechte Erkennen, das Wissen. Der zweite Punkt ist zusammengefasst ethisches Verhalten. Und der dritte Punkt ist Einsicht und Meditation, Weisheit. Also ein wesentlicher Punkt des buddhistischen Weges ist Meditation. Das heißt, ohne Meditation, ohne Innenschau, gibt es letztendlich nicht das wirkliche Erkennen, das wirkliche Verständnis und daher auch nicht die wirkliche Befreiung. Nur auf der intellektuellen Ebene ist der Buddhismus nicht als Religion und als Befreiungsweg zu praktizieren. Wenn wir rein auf der intellektuellen Ebene bleiben würden, sind wir in der Philosophie. Das heißt, gibt es ein Monster-Philosophiegebäude, psychologisch, philosophisch, total spannend, Menschenleben könnte man investieren, um das wirklich zu verstehen und sich damit auseinanderzusetzen. Bliebe man aber auf dieser rein intellektuellen Ebene, käme es zu keinen wirklichen Veränderungen und Konsequenzen im Leben und daher zu keiner Befreiung. Denn das wirkliche Verstehen, die wirkliche Erkenntnis, das wirkliche Erkennen der Verblendungen und das Loslassen können dieser Dinge, setzt Meditation Innenschau voraus. Das heißt, ich muss wegkommen von meinen nur auf der Verstandesebene erfassten Dingen, sondern ich muss tiefer schauen können. Und das ist der Punkt, wo die Meditation eben dann Platz greift. Also Meditation ist unabdingbar in der Gesamtheit des buddhistischen Weges als Religion. Und das ist eben das, was der edle achtfache Pfad vorgibt. Diesen Weg zu gehen und das jetzt vielleicht noch von der Entwicklung her gesehen des Buddhismus, also dieser edle achtfache Pfad ist das, was also dann umgesetzt wird, auch in den verschiedenen Traditionen. Ich habe schon gesagt, dass er entstanden ist, der Buddhismus im Nordindien oder indisch-nepalesisches Grenzgebiet aus heutiger Sicht. In der Zwischenzeit, der Buddhismus wurde in Indien so um das 11. Jahrhundert relativ radikal ausgerottet, teilweise vom Islam, ein bisschen auch vom Hinduismus, aber speziell vom Islam, und besteht heute wieder in zwei Hauptströmungen. Das eine ist der tibetische Buddhismus aufgrund der Exil-Tibeter, die nach Indien gekommen sind, und das zweite ist eine buddhistische Strömung, die sich Mitte des vorigen Jahrhunderts entwickelt hat, der sogenannte Ambedkar-Buddhismus. Da gab es einen sogenannten Dr. Ambedkar, der Buddhist gewesen ist und der praktisch den Buddhismus dort wieder zu neuer Blüte verholfen hat, vor allem dadurch, dass er eben die Unberührbaren gewinnen konnte, zum Buddhismus zu konvertieren, denn es gibt im Buddhismus keine Kasten. Und damit hat er praktisch den Unberührbaren
einen anderen Wert in der Gesellschaft gegeben, indem die eben zum Buddhismus konvertiert sind und damit in zumindest diesem gesellschaftlichen Bereich es die Kastenunterscheidung nicht gibt. Und das ist der sogenannte Ambedkar-Buddhismus, der so ganz besonders also einen sozialen Schwerpunkt hat. Also in der Form gibt es den Buddhismus heute in Indien in seinem Ursprungsland, wo er zwischenzeitlich also ausgerottet wurde. Man muss dazu sagen, der Buddhismus war anfänglich eine rein monastische Religion. Das heißt, alle, die den Buddhismus praktiziert haben, sprich also dem Buddha gefolgt sind, haben ordiniert. Das heißt, es waren ausschließlich zu Beginn, vor 2.500 Jahren, ausschließlich Mönche und Nonnen, die den Buddhismus praktiziert haben. Das heißt, den Weg zu gehen hat geheißen, die Robe zu nehmen und dem ein monastisches Leben zu führen. Das hat sich dann 200 Jahre etwa später dann geändert. Da gab es also die erste große Teilung, wo immer mehr Laien auf den Weg gehen wollten, ohne zu ordinieren. Und dann kam es zu einer Teilung in Hinayana-Buddhismus und Mahayana-Buddhismus. Hinayana das kleine Fahrzeug, Mahayana das große Fahrzeug, wobei wir das Klein und Groß nicht im europäisch wertenden Sinn verstehen dürfen, sondern das Mahayana hat die Laien mit hereingenommen. Es gibt aber noch andere Unterschiede, also auch zum Beispiel das Bodhisattva-Gelübde im Mahayana-Buddhismus, das aber in der Zwischenzeit diese Teilung zwischen Theravada-Buddhismus ist heute, also das, was aus dem Hinayana kommt, also die Schule der Alten, aber diese philosophischen Unterscheidungen, das Bodhisattva-Ideal und so, das hebt sich immer mehr auf in den letzten Jahrhunderten, Jahrzehnten. Das nähert sich immer stärker an, also es vermischt sich immer stärker. Also früher war das sehr strikt getrennt, auch auf die Nationen bezogen. Also Thailand ist es heute noch so, dass also in jeder dieser Länder jetzt Thailand, Sri Lanka, Burma, praktisch der Theravada-Buddhismus beheimatet ist, mehr oder weniger ausschließlich Theravada-Buddhismus. Dann gab es die Entwicklung eben über China nach Korea und Japan und auf diesem Weg hat sich der Zen-Buddhismus entwickelt. Und dann das letzte große Tradition, faktisch der tibetische Buddhismus, Vajrayana-Buddhismus, eben Tibet, vor allem in den Himalaya-Ländern, geht aber bis in die Mongolei und mischt aber teilweise sich auch auf, auch Teile in Japan, im Zen, haben manche Anteile der Vajrayana-Idee, also auch zum Beispiel tantrischen Buddhismus gibt es teilweise auch im Zen-Bereich des japanischen Buddhismus. Also es ist sehr, sehr vielgestaltig und das waren jetzt also die großen Traditionen, die sich wieder unterteilen in verschiedene Sachen. Also das wird sehr unübersichtlich und ist ein großes Feld, wo man sich also befassen kann. Muss man aufpassen, dass man sich also nicht verwirrt und verliert da drinnen, dass man also versucht, den Blick klar dorthin zu richten, wo man hingeht. Für die eigene Praxis, also wir sind hier in Europa ja in der glücklichen Lage, dass wir alle Traditionen hier vertreten haben. Es gibt ja keinen europäischen Buddhismus in dem Sinn, noch nicht. Irgendwann wird sich durch die Praxis wahrscheinlich, so wie es immer war, vielleicht eine eigene Tradition entwickeln, heute noch nicht. Also heute haben wir alle Traditionen, die in Asien jemals entstanden sind, hier in Europa zur Verfügung. Das ist ein besonderer Segen für uns Europäer, dass wir können uns aussuchen, in welcher Tradition wir am besten die Dinge verstehen und am besten weiterkommen, wo am besten für uns positive Veränderungen stattfinden, wenn wir das praktizieren. Wenn sich unsere ohnehin vorhandenen Muster verstärken, dann haben wir den falschen Weg gewählt oder den richtigen Weg falsch praktiziert. Da gibt es alle verschiedenen Möglichkeiten. Aber wie gesagt, im Westen sind, also man kann sagen, ungefähr in der Zwischenzeit fast 120 Jahre gibt es also den Buddhismus im Westen, auch in Österreich. In Österreich ist der Buddhismus so Ende 1890, 1900 in der Gegend also angekommen. Gibt es also die ersten Quellen dafür, dass also der Buddhismus in Österreich gelandet ist. Es gibt sogar einen sehr berühmten Österreicher, der aus dem Pali-Kanon, das ist also die Hauptschrift des Urbuddhismus,
aus dem Pali übersetzt hat ins Deutsche, das ist also Dinge, auf die heute noch zurückgegriffen wird, Karl Eugen Neumann. Und hat sich dann entwickelt und in der Mitte des vorigen Jahrhunderts, so 1950 herum, hat sich also die erste, gibt es die ersten Wurzeln der österreichischen buddhistischen Religionsgesellschaft. Und im Rahmen der österreichischen buddhistischen Religionsgesellschaft wurde der Buddhismus in Österreich auch 1983 staatlich anerkannt. Das heißt, der Buddhismus ist heute in Österreich seit 1983 eine staatlich anerkannte Religion, das heißt auf dem gleichen Level, was Rechte, Pflichten, Möglichkeiten anbelangt, wie Katholiken, Protestanten, Christentum also, und Islam und dergleichen. Also es gibt insgesamt 16 anerkannte Religionsgesellschaften, wobei sehr viele davon christlich sind. Die auch Christen haben ja nicht nur die Buddhisten, auch die Christen haben sehr verschiedene, unterschiedliche Traditionen. Nur mit dem Unterschied, dass es bei uns also keine Tradition gibt, die von sich behauptet, die richtige zu sein, die anderen müssten sich anschließen und einfügen, sondern diese Teilung im Buddhismus war kulturell bedingt und die existieren in dem Sinn gleichwertig nebeneinander, wenn nicht ein paar verrückte Buddhisten vielleicht behaupten, meine ich ist der Richtige und einer der Falsche, dann hat das aber den menschlichen Wahnsinn als Wurzel, aber keine offizielle Funktion. Also es gibt keine offizielle Meinung, dass die eine Tradition die richtige und die andere die falsche wäre. Auch von der Entstehungsgeschichte her hat sehr viel mit den Kulturen zu tun, in denen wir entstanden sind. Also, und die österreichische buddhistische Religionsgesellschaft ist praktisch das Dach über alle buddhistischen Traditionen, die in Österreich existieren. Und wir sind jetzt, da gibt es das Bedürfnis des Westens, des Normierens. Die Regierung möchte mit dem Buddhismus sprechen. Wer ist der Buddhismus? Theravada, Vajrayana, dieser Zen oder jener Zen? Und aus diesem Grund gibt es die buddhistische Religionsgesellschaft, die alle diese Traditionen gleichwertig unter ihrem Dach hat und als eine Stimme des Buddhismus offiziell spricht. Also das heißt, offizielle Angelegenheiten, wo die Religionen in irgendeiner Form gefordert sind, werden von der österreichischen buddhistischen Religionsgesellschaft erledigt. Und diese spricht quasi im Namen aller Traditionen, da gibt es kein Gewicht in die eine oder in die andere Richtung, da gibt es also die absolute Gleichwertigkeit. Also die Struktur der österreichischen buddhistischen Religionsgesellschaft oder auch der deutschen und was immer gibt es also in allen Ländern, nur sie sind in den wenigsten Ländern Europas anerkannt, staatlich muss man dazu sagen. Also Österreich war hier ein Vorläufer und es gibt, glaube ich, ihr werdet sicher 3, 4, 5 Staaten maximal. Italien war das letzte, das sind vor 2 Jahren, also die letzten, die anerkannt haben, waren vor 2 Jahren Italien. Dann glaube ich, Norwegen ist anerkannt, Finnland ist anerkannt. Dänemark bin ich mir nicht sicher, wobei auch Deutschland ist nicht anerkannt zum Beispiel. Wobei man nicht vergessen darf, dass die Religionsgesetze von Staat zu Staat sehr unterschiedlich sind. Die staatliche Anerkennung einer Religion hat nicht überall die gleiche Bedeutung. In Österreich hat sie eine sehr große Bedeutung. Religionsgesetze in Österreich hat also Besonderheiten, die andere europäische Länder nicht haben. Und hat sehr viele Vorteile. Wir haben offiziellen Religionsunterricht in den Schulen zum Beispiel, also nur ein Beispiel genannt. Was Österreich auch hat und was sehr positiv ist und eigentlich vorbildhaft auch ist, ist der interreligiöse Dialog als solches. Also das heißt, der Dialog der Religionen miteinander und untereinander, der funktioniert also auf einem sehr guten, sehr hohen Niveau in Österreich. Eigentlich ausgezeichnet. Natürlich gibt es da andere Schwierigkeiten, aber das hat dann meistens mit irgendwelchen einzelnen regionalen oder personellen Situationen zu tun. Insgesamt und generell kann man sagen, dass der interreligiöse Dialog in Österreich also wirklich genial funktioniert und ganz toll ist. Und es gibt auch laufend Austausch untereinander und auch die gegenseitigen Einladungen und Besuche bei den einzelnen hohen Festen der verschiedenen Religionen, zum Beispiel jedes Jahr, also beim Fastenbrechen zu Ramadan sogar, also auf der Regierungsebene Einladungen und dergleichen. Also das funktioniert in Österreich wirklich vorbildhaft. Und das ist schon also der Vorteil eines guten Religionsgesetzes, wenn man so will. Die letzten Diskussionen waren also die Islamsgesetzgeschichte, das hat dann wieder andere Sachen, da wurde halt das Problem des Islamismus mit hineingemischt und
Dinge vermischt, da hat es also gewisse Diskussionen gegeben. Aber insgesamt ist auch das neue Islamgesetz, muss man sagen, großer Motor, ein sehr toller Wurf, der auch international große Beachtung findet. Gut, jetzt habe ich lang genug geredet, glaube ich, für den Beginn. Ich weiß nicht, zu lang vielleicht, ich weiß gar nicht, wie lang das jetzt war. Aber ich höre da jetzt einmal auf, 40 Minuten. Gut, jetzt gehen wir bitte in die Diskussion. Also fragen Sie mich, was immer Ihnen einfällt, fragen Sie mir Löcher in den Bauch. Und da kommen wir dann vielleicht sowieso noch zu dem einen oder anderen Ding und zu der einen oder anderen Vertiefung. Wenn niemand spontan was weiß, dann komme ich nur auf einen Punkt, den da, nämlich eine meiner Lieblingserklärungen für Nirvana, weil ja viele Begriffe bei uns schon auch in unseren Sprachgebrauch eingegangen sind. Also Karma wird immer wieder, von Karma wird geredet, von Nirvana wird geredet. In den seltensten Fällen so, wie es richtig ist, denn Nirvana wird auch sehr gerne und teilweise auch von manchen Gruppierungen absichtlich falsch apostrophiert als Nichts, Erlöschen, Nichts im negativen Sinne. Das Gegenteil ist der Fall, denn Erleuchtung, also Erleuchtung ist das, was letztendlich erreicht wird, muss mit Meditation verbunden sein, die absolute Einsicht in das, wie die Welt wirklich funktioniert, das wirkliche Auflösen und Überwinden auch von Gier, Hass, Verblendung und allen diesen Dingen, das ist Erleuchtung, das Erwachen. Und Nirvana und Erwachen ist exakt das Gleiche. Nirvana ist nämlich kein Ort wie der Himmel, der nach dem Tod stattfindet, sondern Nirvana ist ein Zustand. Und Erleuchtung und Nirvana ist genau das Gleiche. Das heißt also, Buddha ist erwacht, er war 36 und ist gestorben, er war 80. Das heißt, er hat in dieser Existenz, wo er erwachte, faktisch 45 Jahre im Nirvana gelebt, wenn man so will. Und Nirvana, wie gesagt, ist also wirklich das, die höchste Erkenntnis. Und daher finde ich immer sehr lustig, wenn so verwendet wird, und das kommt immer wieder, vor einem Büro wird das verwendet, wenn der Computer abstürzt und die Daten im Eimer sind, dass die Daten im Nirvana sind. Und meine Erklärung ist dann immer so, das heißt in Wirklichkeit, die Daten haben den höchsten Zustand der Verwirklichung. Aber das ist eben das falsche Verstehen von Nirvana. Das heißt, Nirvana hat also überhaupt nichts mit, hat natürlich dieses Verlöschen. Verlöschen von Verblendung, Gier, Hass und Verblendung. Das erlischt. Aber es wird sehr gerne und zum Teil auch absichtlich, auch in, ich erlebe auch hin und Ostern ist gerade erst vorbei und da habe ich sehr viele Fälle erlebt, wo immer so gegenübergestellt wird, also Auferstehung, Drifterleuchtung und solche Geschichten. Und da wird sehr gern mit solchen falschen Interpretationen operiert, um sich selbst besser darzustellen. Also es ist wichtig daher zu wissen, was dahinter steht. Also Nirvana wird gerne so verwendet, wie ich sage, also mit den Daten. Ich glaube, das ist durchaus etwas, was Ihnen schon mal begegnet ist. Aber das bezeichnet eigentlich genau das, was es nicht ist in Wirklichkeit. Von den fünf Ethikregeln. Die fünf Ethikregeln, genau. Die wollte ich uns sagen, stimmt. Diese fünf Ethikregeln sind in gewisser Weise vergleichbar und jeder Vergleich hinkt, wie wir wissen, mit dem Dekalog, also mit den 10 Geboten. Wenn wir die ersten drei weglassen, die ersten drei der 10 Gebote, die sich auf ein Gott glauben, Sonntagsheiligung und also die drei Gebote, die den Gott betreffen, wenn wir die weglassen und die anderen 7 hernehmen, dann werden wir große Parallelen finden. Mir wurde auch schon gesagt, dass auch die Gebote nicht als strikt du musst, sondern anders verkündet wurden. Ich habe es vor 100 Jahren noch so gelernt. Aber egal, jedenfalls, das ist vergleichbar. Und die 5 Ethikregeln, die 5 Silas, die faktisch für alle Buddhisten Gültigkeit haben, die den Weg des Buddha gehen. Das ist also etwas, wenn man, das heißt Zufluchtnahme, wenn man also eintritt faktisch in den Buddhismus und verspricht ernsthaft diesen Weg zu gehen, dann nimmt man Zuflucht, heißt das.
Zuflucht zum Buddha, zum Dharma und zum Sangha. Zuflucht zum Buddha. Der Buddha ist praktisch der Religionsgründer, der Lehrer, und das alles ist sehr symbolisch auch zu sehen. Das zweite, Dharma, ist also seine Lehre oder das Weltgesetz. Und das dritte, das Sangha. Sangha ist die Gemeinschaft der Praktizierenden. Also man nimmt Zuflucht zu diesen drei Dingen oder zu diesen drei Autoritäten oder wie immer man das bezeichnen möchte, oder Hilfestellungen oder Lehrer oder was immer, und diese drei haben keine Hierarchie. In dieser Zufluchtnahme ist der Buddha nicht höher als der Sangha und der Dharma nicht höher als der Sangha, sondern das ist gleichwertig in dem Sinn. Und während dazu gehört zu dieser Zufluchtnahme das Versprechen, die fünf Ethikregeln einzuhalten. Und die beginnen in dem Sinn, wenn man so will, mit ich übe mich darin, jede dieser fünf beginnt, ich übe mich darin, und die erste heißt dann eben, ich übe mich darin, keine fühlenden Wesen zu töten und zu verletzen. Wir sprechen hier von fühlenden Wesen, ein Begriff des Buddhismus, den es eigentlich sonst nicht gibt. Hier ist nicht der Mensch, der Mensch hat hier keine Sonderstellung, sondern Mensch und Tier sind hier fühlende Wesen. Also in dem Sinn gibt es keinen Unterschied. Der Mensch ist keine Krone der Schöpfung, dem etwas untertan ist, es zu nützen für sich oder was immer, sondern es ist hier eine Ebene. Die menschliche Geburt ist nur insofern zu unterscheiden von tierischen Geburten, als sie als kostbare Geburt gilt. Denn nur in der menschlichen Existenz sind wir in der Lage, den Weg der Befreiung zu gehen. Das Tier ist in seiner Reflexionsfähigkeit, so hoch sie auch sein mag, nicht in der Lage, diesen Befreiungsweg zu gehen. Also, wenn man so, es gibt also diese verschiedenen Geschichten, die karmischen Bewegungen, es kann also eine Tiergeburt durch irgendetwas bedingt sein, und die führt irgendwann wieder einmal zu einer Menschengeburt. Denn nur in der Menschengeburt ist man in der Lage, sich zu befreien, diesen Weg zu gehen. Das heißt, die menschliche Geburt gilt als kostbare Geburt. Ansonsten sprechen wir von fühlenden Wesen. Und wenn wir in der ersten Ethikregel davon reden, so keine fühlenden Wesen zu töten und zu verletzen, so wird hier eigentlich hierarchisch nicht unterschieden zwischen dem Töten eines Menschen und dem Töten eines Tieres. Die zweite Ethikregel besagt, ich übe mich darin, mir nicht Gegebenes nicht zu nehmen. Das ist eine bisschen kompliziertere Formulierung für nicht stehlen, daher umfassender in Wahrheit. Denn nicht Gegebenes nicht zu nehmen ist mehr als nur nicht stehlen. Raubbau, Wälderausrottung und dergleichen ist nicht Gegebenes genommen. Also es ist ein umfassender Begriff. Das heißt, ich bin gefordert, nachzufühlen, ist mir das gegeben, um mir das zu nehmen. Also es geht um mehr als nur nicht stehen. Die dritte Ethikregel besagt, und die geht konform auch mit einer, ich weiß nicht, der dritte oder der vierte, das verwechseln wir, ist ja nicht die Reihenfolge, ist ja nicht relevant. Ich übe mich darin, einen achtsamen Umgang mit meiner Rede zu pflegen. Das ist auch ein Teil des edlen achtfachen Pfades. Das heißt, es ist wichtig, was ich sage. Worte können töten. Und wichtig ist in dem Kontext auch das, was ich denke. Denn der Gedanke geht dem Wort voraus und das Wort geht der Tat voraus. Also das heißt, diese Kette ist genau zu beachten. Darum ist es auch ganz wichtig, und das gilt eigentlich für die ganze Ethik, viel entscheidender als die Tat ist die Haltung, mit der die Tat vollzogen wird. Denn ich kann also mit bester Absicht irgendetwas tun, was vielleicht negativ sich auswirkt, aber die Haltung ist entscheidend für heilsam oder unheilsam. Und wenn ich versuche, eine heilsame Haltung zu bekommen oder zu erzeugen bei mir, dann werden auch meine Handlungen in der Konsequenz heilsam sein. Also so ist auch diese Ethikregel mit dem achtsamen Umgang mit der Rede zu verstehen. Also
was ich sage. Also, ich meine, das geht jetzt in den einzelnen Interpretationen so weit, dass es auch Smalltalk nicht unbedingt der Regel entspricht. Aber das Drama an Unheilsamen, was ein Smalltalk veranstaltet, ist relativ. Das heißt, es hängt davon ab, was drin steckt in dem Smalltalk. Aber wenn es wirklich ein Smalltalk über unbedeutende Witterungsveränderungen ist, dann mag es wirklich nicht das große Drama sein. Es geht immer darauf hin zu achten, was passiert, was löst das aus. Und die vierte besagt eben, in der Urform geht es eigentlich darum, um einen achtsamen Umgang mit allen meinen Sinnen zu pflegen. Und diese vierte Ethikregel hat sich relativ im Westen oder warum immer auf die Sexualität fokussiert. Das heißt also, einen achtsamen Umgang mit der Kraft meiner Sexualität zu pflegen. Man muss dazu sagen, es gibt im Buddhismus keine Sakramente und daher auch kein Ehesakrament. Und die Form der Sexualität oder der Partnerschaft im Buddhismus ist nicht eine fixe Vorgabe in der Form, sondern in Himalaya-Ländern ist es aus ganz anderen Gründen, von ganz anderen Zeiten her üblich, dass die Frau automatisch die Brüder mitgeheiratet hat, weil die Männer ununterbrochen auf Karawane waren, in der unendlichen Einschicht, und die oft verunglückt sind, und wenn die einen Mann hatte in dieser Familie und der verunglückt ist, war die Familie ledig, die Frau mit den drei Kindern, weil niemand da war zur Versorgung. Damit hat die automatisch aus diesem Grund heraus die Brüder mitgeheiratet. Wäre aus katholischer Sicht wahrscheinlich ein Problem, aus buddhistischer keines. Die Schwierigkeit solcher Lebensformen in Österreich ist wahrscheinlich, dass die Männer zu wenig auf Karawane gehen, um das zu argumentieren. Aber vielleicht finden sich andere Argumente. Aber man muss es aus dem heraus verstehen. Also, es gibt keine klare Vorgabe, sondern es gibt auch keine Echt- und Homosexualität, selbstverständlich. Sofern es natürlich nicht um Minderjährige geht oder um Kinder oder dergleichen. Also das ist die vierte Ethikregel, die also ursächlich darum geht, achtsam und mit den Sinnen, das heißt auch nach Möglichkeit, jeden Dreck im Fernsehen anzuschauen und täglich das dämliche Medium zu lesen. Auch das ist Verschmutzung. Und wenn man genau hinschaut, so passiert das auch. Denn wenn ich ununterbrochen irgendwie den letzten Boulevard lies, ausschließlich und ständig, dann macht das was mit mir. Und da wurde mir immer wieder erklärt, mit mir nicht, weil ich bin zu intelligent, um mich da beeinflussen zu lassen, aber es passiert, es ist unvermeidlich. Also das heißt, ich würde dieses Sinn schon gerne über die Sexualität hinaus verbreiten und auch auf diese Dinge Wert legen, weil ich glaube, dass das entscheidend ist und in unseren Zeiten, glaube ich, noch mehr entscheidend, als es vielleicht vor 30 oder 40 Jahren gewesen ist. Also es geht um den achtsamen Umgang mit all meinen Sinnen, mit all meinen Sinnkräften. Und das Letzte, Sila besagt, ich übe mich darin, möglichst berauschende Mittel zu vermeiden. Und das muss man vor allem verstehen aus der Zeit des Entstehens heraus, aus der Zeit Buddhas Lebzeiten, waren also viele gerade spirituell unterwegs auf der Suche und in der Gegend auch da und dort mit Magic Mushrooms und sonstigen das Bewusstsein zu erweitern, was kurzfristig auch erfolgreich war, aber langfristig zum Zusammenbruch geführt hat. Und aus dem heraus muss man es vor allem verstehen, also ich ergänze das dahingehend noch immer sehr gerne, indem ich sage, es geht ja darum, beim Buddhismus geht es darum, den Geist klar zu machen. Meinen Geist zu klären, meine Verblendungen aufzulösen und die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind. Und wenn das also mit Rauschmitteln werden, den Geist nicht klären, sondern noch mehr verdüstern. Also das heißt, es geht darum, meinen ohnehin verblendeten Geist klar zu halten. Und daher nach Möglichkeit Rauschmittel zu vermeiden. Ob ich jetzt zum ordentlichen Abendessen möglichst nicht Steak, sondern Tofu oder was immer, ein Achtel oder ein Viertel Rot nehme, ist zu überlegen, ob das wirklich sehr dramatisch ist für meine Geistesentwicklung oder nicht. Aber wie gesagt, es steht ja überall vorne, ich übe mich darin. Das heißt,
Niemand sagt, du musst, wenn du den Weg des Buddha gehst, darfst du kein Fleisch mehr essen, weil damit tötest du ein Tier und damit widersprichst du dem ersten Sila. Das sagt niemand so. Sondern du bekommst diese Lehre so hingegeben, jetzt mach was damit, jetzt denk nach, jetzt fühl dich ein in das. Weil es funktioniert ja nicht, wenn ich sage, du darfst kein Fleisch mehr essen in der Praxis. Entweder funktioniert es so, dass ich also das mir so versage, dass ich mir einen anderen Schaden hole, oder ich esse es eh heimlich. In den wenigsten Fällen funktioniert das ohne Probleme. Es funktioniert erst durch die Erkenntnis, durch die Einsicht, warum ich so und nicht anders handeln soll. Indem ich genau hinschaue, wie wird dieses Essen produziert, das da auf meinem Teller liegt. Weil dieses super hergerichtete Steak schaut toll aus und zuckt überhaupt nicht mehr. Bringt mich nicht auf die Idee, dass dafür Leid passiert ist. Und dieses Leid war nicht nur der Tod, sondern dieses Leid war wahrscheinlich in den meisten Fällen, jetzt speziell wenn ich an Schweine denke, ein lebenslanges Leiden. Möglicherweise ein kurzes Leben zum Glück, aber ein lebenslanges Leiden in Wirklichkeit. Und nur das ist der Weg, der mich dorthin bringt, die Dinge sein zu lassen irgendwann. Und nämlich aus Überzeugung und aus Einsicht. Das ist der Weg und das ist auch der Weg, der letztendlich erfolgreich ist und Nachhaltigkeit hat. Und das ist auch der Grund, warum ich heute so jedes Jahr im Mai nach Bangkok fliege zur riesengroßen UN-Vesak-Feier und Konferenz, dass dort die großen Bereiche für Lunch vegetarisch, Lunch nicht vegetarisch, 60% in niedrigetarisch gehen von den internationalen 3000 Buddhisten. Es ist so. Schlimm, aber es ist so. Und darum gibt es auch seit Neuestem, wir sind also dabei bei diesen Dharma Voices for Animals, um das Bewusstsein unter den Buddhisten zu schärfen, schon einmal. Und dann vielleicht noch weiter hinaus in die Gesellschaft in diesen Dingen. Also nur, es geht nicht darum, irgendjemand zu missionieren. Es wird niemand zum Buddhismus missionieren, dass den besseren Weg schon gar nicht in einen anderen Weg geht, dann schon überhaupt nicht. Es sind nur offene Tore für die Suche. Und genauso ist es aber mit den Ethikregeln oder mit dem vegetarisch oder vegan. Weil letztendlich muss letztendlich vegan werden und auch mit Leder und was der Teufel was alles. Es ist schwierig, es ist nicht einfach. Es ist ein langer und ein mühsamer Weg. Und ich sage immer, wir haben eine absolute Fleischkultur. Also wenn es gelingt, in einer absehbaren Zeit die erdrückende Mehrheit auf rein biologischer, ordentlicher Form Fleischkonsum zu produzieren, nur mehr und die ganzen Tierfabriken ein Ende haben würden, würde ich das als einen Monstererfolg sehen. Und das muss auch das erste Ziel sein, weil es unrealistisch ist zu sagen, ich mache Europa in den nächsten 10 Jahren vegetarisch. Das ist einfach nicht realistisch. Das heißt aber nicht, dass nicht das Ideal dort vorne ist, das ich immer vor Augen haben soll. Aber ich soll mich auch nicht überfordern, weil sonst bin ich auf dem halben Weg irgendwo im Burnout oder sonst irgendwas oder so frustriert, dass ich den Hut drauf habe. Das heißt also, hier ist immer der wesentliche Punkt, auch jetzt, was ich einleitend gesagt habe, also die absolute Askese. Und da darf man nicht vergessen, der Buddha ist im Luxus geboren, also in einem Herrscherhaus und im großen Luxus aufgewachsen und dann in die Askese gegangen. Und er hat gesagt, beides ist nicht befreiend. Weder die Askese, aber auch nicht der Luxus, sondern der Weg der Mitte führt zur Befreiung. Und das gilt also auch für alle diese Dinge, auch was das Versuchen, die Gesellschaft etwas zum heilsameren Handeln zu bringen, auch das kann nur mit Mitteln der Mitte erfolgen im Prinzip. Wobei auch spannend ist natürlich, die Mitte zu finden. Und das heißt vielleicht auch manches Mal links oder rechts ans Extrem zu greifen und die Mitte zu justieren.
Was ich damit sagen will, ist ein Arbeitsauftrag. Der buddhistische Weg ist ein Arbeitsweg an sich selbst. Darum ist auch immer bei vielen Diskussionen, wenn man sagt, was ist noch modern und was ist, dass der Dalai Lama kommt und Tausende werden Buddhisten. Das ist nicht die Realität. Bei der Vordertüre 300 hineinkommen, dann gehen bei der Hintertüre 280 hinaus, wenn sie wissen, dass Buddhismus der harte Arbeit an sich selbst ist und nicht irgendein Lifestyle, Wellness oder sonst irgendetwas. Das heißt, Buddhismus heißt eigentlich nichts anderes als erkenne dich selbst und deine eigenen Dinge und zieh dann daraus die Konsequenzen. Einer meiner ersten Lehrer hat zu mir gesagt, wenn du den Weg des Buddha gehst, mach nichts anderes, als du bisher gemacht hast. Mit einem einzigen Unterschied, mach es achtsam. Das heißt, sei dir gewahr, was dein Tun und dein Handeln für dich und für andere bedeutet. Und dann, wenn du dir dessen gewahr bist, dann kannst du entscheiden, ob du so weitermachst oder nicht. So einfach und so schwierig ist der buddhistische Weg. Entscheidend ist, dass es ums eigene Handeln geht. Also die Eigenverantwortung ist ganz groß geschrieben im buddhistischen Weg und steht ganz oben. Natürlich am Weg gibt es die großen vielen Begleiter. Die sind auch sehr unterschiedlich stark und die Lehrer im tibetischen Buddhismus ist ein Lehrer-Schüler-Verhältnis sehr, sehr eng. Dem geht aber ein unendlich langer Prüfungsweg voraus, wobei immer der Schüler sich den Lehrer sucht und nicht umgekehrt. Und diese Verbindung zwischen Schüler und Lehrer ist also ganz unterschiedlich tief und streng in den einzelnen Traditionen. Also im tibetischen ist es sehr streng, sehr eng. Im Theravada ist es sehr locker, relativ locker, das ist eher der Dharma-Freund als der Lehrer. Und im Zen ist es vielleicht ein Mittelding, aber auch unterschiedlich in den einzelnen verschiedenen Zen-Traditionen. Aber das sind eben so die Hilfestellungen, die Lehrer, die Dharma-Freunde am Weg. Also es gibt nicht den Erlöser, der jemand von etwas befreit, aber das sind eben die Wegbegleiter und ohne die geht es auch schwer. Gerade auch für uns im Westen, die wir ja nicht grundsätzlich in diese Traditionen und in diese Denkweisen hineingeboren sind. Für uns ist es besonders wichtig, dass wir so, ich glaube nicht, dass man den Buddhismus ausschließlich aus Büchern sich so aneignen kann, dass das letztendlich wirklich etwas, ein Weg wird. Man braucht die persönliche Kommunikation. Und dafür gibt es auch die verschiedenen Gruppen, österreichweit, wienweit, hier im Fleischmarkt und wo immer, wo man praktisch hineingeht und sich auch hineinfühlt, einmal passt es für mich oder passt es nicht. Also da gibt es die Möglichkeit, sich das anzuschauen und wieder zu gehen. Das ist auch etwas, zum Beispiel, was eine Religion von einer Sekte unterscheidet. Ein wesentliches Merkmal einer Sekte ist, dass die Leute nicht gehen gelassen werden, dass sie festgehalten werden, dass sie Schwierigkeiten haben, aus der Gruppe wieder rauszugehen. Das ist also ein typisches Sektenmerkmal. Also daher ist das Hineingehen und eigentlich ganz normal. Nur eines ist es also einschränkend zu sagen, dass es natürlich Gruppierungen gibt, die also gemeinsame Praxis haben, und die daher in dem Sinne eine geschlossene Praxis führen, wo man nicht einfach rein und rausgehen kann, weil diese Gruppe in sich geschlossen ist und diesen Praxisweg geht und man daher nicht sinnvoll ohne jede Ahnung dort mitmachen kann, weil das einen gewissen Weg hat. Aber das ist die einzige Ausnahme, ansonsten ist es kein Problem, in einzelnen Gruppen hineinzuschnuppern und sich auf diese Art vielleicht auch die Gruppe zu suchen oder die Gruppe zu wechseln. Also das ist alles etwas, was möglich ist. Es gibt da keine Verbote in dem Sinn oder keine Ausschließlichkeiten. Hat er besonders gut in meinem Monolog alles erklärt. Oder den Buddhismus ganz kurz erklärt heißt, Mitgefühl mit allen fühlenden Wesen zu üben und versuchen, Weisheit zu erlangen. Wenn die beiden Dinge erfüllt sind, dann ist Erleuchtung erreicht und alles in Ordnung. Die Frage ist nur, mit welchen Wegen komme ich dorthin? Also Mitgefühl mit allen fühlenden Wesen zu üben ist eine... Also wenn ich das versuche zu tun, das als meinen buddhistischen Weg sehe,
dann brauche ich gar nichts mehr anderes an großen Philosophien oder sonst irgendetwas. Das ist eine lebensfüllende Aufgabe. Oder aus dem Theravada-Buddhismus die vier unermesslichen Verweilungen. Also allumfassende Liebe und Güte. Das ist also allumfassende, bedingungslose Liebe in Wirklichkeit, auf alles bezogen. Dann Mitgefühl, nicht Mitleid. Mitgefühl ist etwas anderes. Denn Mitleid macht mich leidend und handlungsunfähig. Mitgefühl lässt mich handeln. Oder lässt mich handlungsfähig bleiben. Mitgefühl. Mitfreude. Im Westen heißt es meistens Neid. Mitfreude ist kein Begriff, der im Westen sehr bekannt ist. Also mit Freude mit den Dingen, mich mitfreuen mit dem Glück des anderen. Und das vierte, Gleichmut. Sehr gerne umgedreht als Gleichgültigkeit. Das ist genau das Gegenteil. Also Gleichmut heißt, mit einer gewissen Gelassenheit die Dinge sein lassen, mich nicht emotional in irgendetwas hineintreiben lassen, versuchen meine Emotionen nicht mich fesseln zu lassen, mit gleichmütig zu bleiben, Gleichmut zu, aber trotzdem in der vollen Gewahrsein und in der vollen Handlungsfähigkeit. Das ist nämlich auch diese, was ich einleitend gesagt habe, es ist ganz wichtig, diese Begriffe immer tausendmal zu hinterfragen und wegzubringen von unserem ersten Bild oder von unserer ersten Assoziation, die wir meistens mit diesen Begriffen verbinden. Weil die treffen es meistens nicht, weil alle diese Worte irgendwie, so, ich sage ein Wort und es gibt 10 Hörer und 10 verschiedene Bilder in den Köpfen, logischerweise. Sprache ist mangelhaft. Das ist nicht meine Erkenntnis, das haben schon Gescheitere gesagt. Und dessen müssen wir uns bewusst sein, wenn wir Sachen hören, die völlig neu sind für uns. Also dass wir zwar das jetzt gehört haben, aber ob wir es wirklich verstanden haben, das heißt aber nicht nach dem 100. Mal, dass wir es jetzt verstanden haben. Wir dürfen auch nicht das 100. Mal wieder hinterfragen, vielleicht immer ein bisschen weiser werden, wenn es geht. Also der ist auch der skeptische Zugang an die Dinge. Also Buddhismus hat nichts mit Glauben zu tun. Nicht, weil ich es gesagt habe, hat der Buddha gesagt, oder heilige Männer, oder es in heiligen Schriften steht, sollst du das glauben und tun, sondern nur, wenn du das für dich ehrlich geprüft hast und dann authentisch stimmig empfunden hast, dann nimm es an und dann hab Vertrauen und folge dem. Also es geht letztendlich um Vertrauen nach einem langen Prüfungsvorgang und nicht um ein a priori annehmen oder glauben, weil das eine Autorität gesagt hat. Das ist auch ein ganz, ganz entscheidender Punkt des Buddhismus. Das passiert dann natürlich nach langen, langen Wegen in einer Lehrer-Schüler-Beziehung des tibetischen Buddhismus. Dort passiert natürlich, dass dieser Schüler dem Lehrer, dem Wort des Lehrers, dass er das sofort annimmt, aber dem ist ja Unendliches vorausgegangen, bis es soweit ist. Also dieses a priori annehmen und blinde folgen und glauben ist nicht das Thema einer buddhistischen Praxis, sondern die Eigenverantwortung. Und da ist natürlich ganz groß gefordert, und das ist die größte Falle natürlich, das eigene, ja, der eigene innere Schweinehund. Es so verstehen zu wollen, wie es mir am besten gefällt. Ne? Und nicht, wie es vielleicht wirklich gemeint sein könnte, weil das ist die größte Falle dabei, der man natürlich gerne und immer wieder aufsitzt. Und daher geht es ums Hinterfragen. Man muss sich dessen bewusst sein, seiner eigenen Schwäche und dem eigenen, ja, dem, dass man natürlich die Dinge sich richtet, klarerweise. Aber das ist nicht der Weg der kritischen Prüfung, sie sich so hinzubiegen, dass sie angenehm sind. Und wenn auf dem ganzen Weg nie ein bisschen weh tut und ein bisschen unangenehm ist, dann stimmt im Weg wahrscheinlich irgendwas nicht. Außer ich habe ihn schon als Erleuchteter angefangen. Aber wenn ich nicht als Erleuchteter begonnen habe, dann wird es irgendwo da und dort ein bisschen knirschen, logischerweise. Also es gibt so verschiedene Prüfsteine, wo ich mich selbst prüfen kann, ein bisschen, ob es
der Weg der richtige Weg ist oder nicht. Und natürlich ganz wichtig auch die entsprechenden Partner in der Sangha, die Mitpraktizierenden, der Dharma-Freund, im Theravada oder der Lehrer oder der Meister im Zen-Buddhismus und dergleichen. Wobei auch immer wichtig ist, den Lehrer zu suchen, den richtigen. Es gibt auch im Buddhismus Missbrauch und Fehlentwicklung. Also das heißt, die Authentizität des Lehrers wirklich zu prüfen, ist auch eine schwere Aufgabe. Und das ist immer ganz wichtig, auch wenn wir in so eine Gruppe hineinkommen und einmal schauen, wie funktioniert die Gruppe. Das spiegelt auch etwas wider von der Qualität des Lehrers, des Meisters, des Führers der Gruppe. Wie agiert die Gruppe? Wie ist der Nächste neben dem obersten Mönch dort gebohrt? Ist das etwas Unterwürfiges oder wie läuft das ab? Also das kritisch zu beobachten, ist ein wesentlicher Punkt, wenn ich einen Lehrer prüfen möchte für mich. Und das ist meine Aufgabe. Es geht nicht darum, einen Lehrer zu nehmen, weil er berühmten Namen hat oder empfohlen oder sonst irgendwas. Es geht darum, den wirklich authentisch zu prüfen. Das ist meine Verantwortung. Die nimmt mir letztendlich niemand ab. Die bleibt in letzter Konsequenz bei mir. Und es gibt in dem System des gegenseitigen Bedingens, auch wenn man das System sich vergegenwärtigt, es gibt grundsätzlich, damit gibt es das Wort Gott im Schöpferverständnis nicht. Es ist in diesem System kein Platz für etwas oder ein Wesen, das über diese Gesetzmäßigkeit steht, das sich gegenseitig bedingen. Das ist kein Platz für ein Wesen, das hier herumschickt oder bestraft oder belohnt oder sonst irgendetwas, weil das ein System ist, das sich gegenseitig bedingt. Daher nicht theistisch, also das ist gar kein Thema, es hat nicht gesagt, es gibt keinen Gott, sondern das, so ist das System und damit komme ich gar nicht auf die Idee, hier ein Wesen mir vorzustellen, das jetzt von außen jetzt da hineingreift und etwas verändert. Und diese Gesetzmäßigkeit. Und daher eben nicht theistische Religion. Im Gegensatz zu so atheistischen, die also wirklich aus irgendeinem Grund sagen, es gibt keinen Gott und das irgendwie argumentieren. Diese Argumentationslinie, dieses Thema existiert eigentlich in der buddhistischen Perspektive nicht. Es gibt auch im Buddhismus keine Genesis. Es gibt keine Antwort oder Erklärung des Buddha, wie die Welt entstanden ist. Gibt es nicht. Weil diese Frage ja eigentlich in dem Gedankenbild gar nicht aufgetaucht ist. Wenn ich immer denke, ein ständiges Werden und Vergehen, komme ich nicht auf die Idee zu fragen, wo ist er anfangen? Das ist ein typischer westlicher Zugang, verständlicher Zugang des Westens, weil wir denken Alpha, Omega, Anfang, Ende. Sie denken nicht Anfang, Ende, sie denken Werden und Vergehen. Es vergeht und es wird, es vergeht und es wird. Da gibt es keinen Anfang. In unserem Verständnis. Das ist schwer zu verstehen, aber die haben aus diesem Weltbild heraus die Frage gar nicht gestellt. Und da gibt es auch wieder Antworten in der Lehre, wo zum Beispiel, also beispielhaft gesagt wird, jemand, der den Buddha gefragt hat, also wie ist die Welt entstanden, sagt er, der Mann, der diese Frage stellt, gleicht einem Mann, der einen vergifteten Pfeil im Rücken hat. Und jetzt fragt er, wer hat geschossen, zu welcher Familie gehört er, welche Schuhgröße und so weiter und so weiter. Bis er all das beantwortet hat, ist er tot. Er soll sich diesen Pfeil aus dem Rücken ziehen und keine falschen Fragen stellen. Das heißt, in einem anderen Beispiel, das ist versinnbildlich, der Buddha ist gestanden vor einem Wald und seine Schüler vor ihm und er hat eine Handvoll Blätter gehabt und hat gesagt, wo sind mehr Blätter? In meiner Hand oder auf den Bäumen im Wald? Und die Schüler haben natürlich gesagt, die haben auf den Bäumen im Wald. Und er hat gesagt, das, was ich weiß und erfahren habe, gleicht der Anzahl der Blätter auf den Bäumen im Wald. Und das, was ich euch weitergegeben habe, gleicht der Anzahl der Blätter in meiner Hand. Denn ich habe euch nur gelehrt, was für euch zur Befreiung aus dem Leiden wichtig ist und keine anderen Dinge. Und das ist eben das, was wo reduziert werden soll
auf den Weg, der zur Befreiung führt und nicht auf irgendwelche Abzweigungen, die philosophisch interessant und spannend sind und natürlich verlockend, machen es alle. Aber entscheidend ist, den Weg beizubehalten, der mich befreit. Und aus dem Grund, also wie gesagt, es gibt keine Genesis in der buddhistischen Religion, keine Antwort auf die Entstehung der Welt. Auch eine oft gestellte Frage, das ist interessant, auch im interreligiösen Austausch taucht diese Frage immer wieder auf. Also wie ist die Welt entstanden aus der buddhistischen Sicht, wenn es keinen Schöpfer gibt? Es gibt ja keinen Schöpfer im Buddhismus, sondern wenn es einen Schöpfer Gott gibt, ist es kein Schöpfer. Also wer hat die Welt geschaffen? Fragt die Wissenschaft, sagt der Buddhismus. Also Evolutionstheorie ist aus der buddhistischen Sicht etwas gar nicht so Unschlüssiges. Da entwickeln sich ja auch die Dinge aufgrund von Ursachen und Veränderungen und dergleichen. Also das ist durchaus, wie überhaupt in der ganzen Breite zwischen Buddhismus und Wissenschaft es wenig Konfliktflächen gibt und sehr viel Zusammenarbeit. Es geht so weit, dass also Mönche in der Röhre meditieren, um die Veränderungen im Gehirn zu messen. Und das ist messbar. Das heißt, Meditationsformen, speziell also auch Metameditationen, der gerade heute da drüben vorgetragen wird, also Mitgefühl-Meditation, wenn die ernsthaft und ausgiebig entsprechend praktiziert wird, so verändert es das Gehirn. Messbar. Also das sind Forschungsergebnisse, die in der Zusammenarbeit stattgefunden haben. Also das heißt, Wissenschaft und Religion sind im Zusammenhang mit Buddhismus und Religion etwas sehr Kompatibles, wo auch sehr vieles passiert und es gibt sehr viele sehr interessante Projekte und Schriften zu diesem Thema. Aber natürlich auch wieder etwas, wo die Frage ist, hilft es mir am Weg jetzt zu befreien? Ja, vielleicht hilft es, weil es mir einfach Vertrauen gibt oder dergleichen. Weil ich ja als westlicher Mensch einen Beweis haben muss. Und wenn das nicht bewiesen ist, dass das was bewirkt, dann brauche ich es nicht tun. Also insofern ist es vielleicht für den westlichen Menschen hilfreich. Wenn es dann keine Fragen mehr gibt, dann bedanke ich mich für die große Aufmerksamkeit zu meinem langen Dialog, die für Fragen oder was immer auch nachträglich zur Verfügung. Also ich bin irgendwie über E-Mail oder über Sekretariat oder so erreichbar. Ja, hoffe, dass ich Ihnen vielleicht die eine oder andere Anregung geben konnte und empfehle Ihnen einfach, weiter die Augen und die Ohren offen zu halten in Büchern oder anderen Vorträgen oder was immer. Und ja, es ist ein Tun letztendlich, das aber dann nach einer gewissen Zeit des Tuns auch gewisse Früchte trägt und daher sich irgendwie rentiert. Und es muss ja nicht gleich immer um die große Erleichterung gehen, sondern es genügt ja schon, in 2 Jahren gewisse Muster weg sind und gewisse Dinge besser funktionieren. Es ist nicht so, wie irgendein Schüler mich einmal beim Vortrag gefragt hat, und wie viele Leben haben Sie noch bis zur Erleuchtung? Das ist ja nicht unbedingt die sinnvolle Nachdenken. Weil ich wieder mal so behaupten, der ernsthafte Buddhist denkt nicht daran, wie lange er noch zur Erleuchtung hat, ob das jetzt noch Wochen, Monate, Tage oder Leben sind, sondern es geht um das bessere Morgen. Was für mich also eine wirklich tolle buddhistische Zeitschrift ist, Buddhismus Aktuell. Das ist die Zeitschrift der Deutschen Buddhistischen Union. Heißt Buddhismus Aktuell. Das ist eine wirklich tolle buddhistische Zeitschrift. Die ist relativ umfangreich und sehr toll und die bedient auch meistens ein bestimmtes Thema oder bestimmten Schwerpunkt aus den verschiedenen großen Traditionen, also Theravada, Zen-Buddhismus und Vajrayana-Buddhismus. Also das ist für mich die tollste buddhistische Zeitschrift, die es in Deutsch gibt. Abgesehen vom Recycle-Englisch. Aber von der deutschen Zeitung her ist das also für mich die Top-Zeitung. Wir bemühen uns, dorthin zu kommen. Ja. 7 Generationen nach mir. Ja, wir sind ja nur ein Zehntel von Deutschland. Jetzt in jeder Richtung ja. Hinterher. Ja, aber wie gesagt, an Informationen gibt es immer die Möglichkeit, über unsere Homepage entweder etwas zu finden und was nicht gefunden wird, einfach im Sekretariat anzufragen. Dafür ist das Sekretariat einfach da. Der Buddhismus passiert in Österreich also ausschließlich ehrenamtlich. Es gibt eine einzige bezahlte Position. Das ist unser Sekretär drüben im Sekretariat. Das heißt, das ist auch die Drehscheibe und Anlaufstelle für den Buddhismus in Österreich.
wo immer welche Fragen auch immer auftauchen, egal zu welchem Thema, die in irgendeiner Form mit dem Buddhismus zu tun haben, ist das die kompetente Anlaufstelle. Also jede Fragestellung, auch Zweifel an irgendetwas oder was immer, ist dort nachzufragen, weil das landet letztendlich im Präsidium der ÖBA. Also dort ist praktisch die Anlaufstelle für alles. Dort weiß man auch, wo man was findet. Also das ist also ein Führungsvortrag, der abgeschlossen ist in dem Sinne, also das ist kein aufbauender, sondern da haben wir uns also entschieden, dass wir das so 4-5 Mal im Jahr machen, ungefähr, oder 6 Mal im Jahr, meistens 2-3 Mal im ersten Halbjahr, 2-3 Mal im zweiten Halbjahr. So als Einstieg oder auch als, ich habe schon welche Sitzen gehabt, die schon länger praktiziert haben, jetzt sehen wir das mal an. Ja. Am meisten machen wir dann nervös, wenn so richtig alte Hasen da sitzen. Ja, vielleicht die ÖBR-Struktur ist, also die praktisch ein Präsidium, da gibt es Gemeindevorstand und den Sangha-Rat. Das quasi oberste Gremium Sangha-Rat ist praktisch alle Gruppen mit einem Rat, mit einem Mann, Frau vertreten in diesem Präsidium. Geht es meistens also um organisatorische Dinge, auch um Aufnahmen von neuen Gruppen und dergleichen. Wo geprüft ist es Buddhismus oder nicht Buddhismus und dergleichen. Gibt ja keine Diskussionen über Glaubensinhalte, das gibt es in der Form ja nicht. Also gibt es keine Entscheidungen über falsches oder richtiges Glauben. Auch nicht so wirklich über falsche oder richtige Praxis. Ne? Wenn es falsche Praxis gibt, festmachbar an irgendwelchen Dingen, dann passiert natürlich schon etwas. Aber ansonsten ist auch das sehr stark in der Eigenverantwortung des Einzelnen. Und natürlich auch der Gruppen, der verschiedenen. Und wir leben ohne Kirchenvertrag. Bewusst und ganz klar, weil eines der wesentlichen Punkte des Buddhismus, das ist nicht erwähnt, also das heißt eigentlich in den Paramitas des Mahayana vorkommt, das ist angesprochen, Dana, das Geben, das freiwillige Geben, ist eine wesentliche Praxis. Also in Asien gibt es keine Kirchen, auch keine Beiträge, der ganze Klerus, praktisch alle Nonnen, Mönche, die Klöster werden ausschließlich von den Praktizierenden erhalten. Dort bekommen das Essen. Daher kommt ja dieser falsche Begriff des Bettelmönchs. Ja. Es ist ja kein Bettelmönch in unserem Verständnis, sondern das ist eine falsche Bezeichnung eigentlich. Die bekommen praktisch ihren Lebensunterhalt, sprich ihre Roben, ihre Toilettartikel, ihr Essen von den Praktizierenden, von den Dörfern jeweils. Und da ist es auch so, dass auch für uns etwas für den Westen nicht sehr typisches, wo nicht der Mönch sich bedankt, sondern der Gebende bedankt sich für die Möglichkeit, etwas Heilsames tun zu können. Also wenn diese Mönche in der Früh mit der Schale gehen, entlang der Dorfstraße und dort die Frauen stehen und das Essen in die Schale geben, dann bedanken sich jeweils die Frauen und nicht die Mönche, die gehen einfach stumm. Schweigen in der Kolonne hier vorbei und ins Kloster zurück zum Essen. Sehr gewünschte und begehrte Fotomotive. Das heißt, und das ist Teil des Buddhismus eben, das völlig, und aus dem Grund gibt es also ganz gezielt und dezidiert keinen vorgeschriebenen Beitrag, wenn man Mitglied, also wenn man Buddhist ist, offiziell eingetragener Buddhist, also Mitglied der Religionsgesellschaft, der österreichischen buddhistischen Religionsgesellschaft, so wie man so Katholik eingetragen ist, also als Buddhist eingetragen, und selber keinen vorgeschriebenen Kirchenbeitrag, sondern nur freiwillige Spenden. Die Religionsgesellschaft lebt also ausschließlich von Spenden, respektive ein kleiner Teil kommt von den Umlagen, das heißt, die Gruppen müssen einen gewissen kleinen, zahlen einen nicht ganz wesentlichen, nicht sehr wesentlichen Geldbeitrag als Umlage, weil natürlich das Sekretariat finanziert werden muss und so, und dieses Sekretariat natürlich auch für die Gruppen etwas leistet. Im Grund gibt es eine Umlage, also das ist das Einzige, was so quasi unter Vorschrift läuft, aber das bezieht sich auf Gruppen, bezieht sich aber nicht auf den einzelnen Gläubigen, der nicht gläubig ist, sondern praktizieren. Das ist immer, gibt auch immer wieder, ich kenne auch viele Buddhisten, die von gläubigen, frommen Buddhisten reden. Das sind eben unsere Sprachgebräuche. Und es ist auch so, dass wenn man nach Asien fährt, manches Mal wirklich den Eindruck hat, das ist ein frommer Glaube, wenn man die Praktizierenden dort in Asien betrachtet. Also es ist
Buddhismus hat in Asien schon noch Formen angenommen, zum Teil, die dem normalen Christentum nicht so unähnlich sind, also wo die Praxis nicht wirklich so stattfindet wie im Westen, wo Schwerpunkt auf Meditation und diesen Dingen liegt, sondern die wirklich zur Buddha in den Tempel gehen und dort eher den Mönchen etwas bitten oder von dem irgendeinen Segen erhalten und mit einem gewissen, der Aberglaube ist dort etwas sehr, sehr, sehr gut, sehr florierendes in Wirklichkeit. Und das ist den Menschen offensichtlich sehr immanent, dass er sich gern vom großen Papa helfen lässt, bevor er sogar was tut. Das scheint halt so sehr in den Menschen auch verankert zu sein. Also dieser äußere Eindruck des Buddhismus in Asien kann ich sehr gut verstehen, wenn man sagt, wo, jetzt hört man da an irgendwelche Geschichten, das ist dasselbe. Dass das äußerlich so wirkt und nicht nur äußerlich, sondern auch in Asien teilweise wirklich so ist, dass die Praxis einfach sich auf Festivitäten und so weiter beschränkt und die Meditationspraxis gar nicht so einen hohen Stellenwert hat, das ist zum Teil sogar Realität in Asien. Und ich glaube, das ist, in Japan, also in Korea war ich, da ist es ähnlich, ist auch Zen, also auch im Zen, wo du eigentlich gerade im Zen das Sitzen, die Meditation so einen extrem hohen Stellenwert hat. Selbst das ist in den authentischen Ursprungsländern zum Teil gar nicht so, sondern auch in irgendeiner Form ein bisschen degeneriert und man macht sich halt bequem. Ne? Das ist wie bei uns auch schon Katholik. Ne? Man macht sich auch bequem. Das hat weniger mit Religion zu tun als dann eben mit den Menschen. Liegt in der Natur des Menschen. Genau. Den einfachsten ist von Natur aus einmal faul. Ja. Was ja, wenn man sagt, kaufmännisch nicht so schlecht wäre. Ne? Also mit den geringsten Mitteln das Größte zu erreichen, ist ja nicht so schlecht. Ne? Aber oftmals ist es halt zu wenig, wirklich das Gescheite zu erreichen. Gut, wie gesagt, wenn es dann weiter keine Fragen mehr gibt, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Und wie gesagt, stehen jederzeit zur Verfügung für weitere Fragen oder was immer. Oder unsere Medien oder was immer. Ja. Gut. Ich hoffe, es war nicht der letzte Kontakt mit Buddhismus. Nein, das ist richtig an. Gut, dann schönen Abend noch und kommen Sie gut nach Hause. Dankeschön.